Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Days After. Ja, wie ihr seht, bin ich gerade auf dem Weg hier in die schönen Eichenwälder. Denn ich bereite mich schon mal vor, sollte ich doch eines schönen Tages beim Airdrop den grünen Chemikalienbehälter bekommen, den ich ja schon länger brauche, dann hoffe ich auch die Werkbank, die ist dann ja auf Level 7, die Holzwerkbank, dann hoffe ich sie auch direkt auf Level 8 aufbessern zu können. Und damit wäre ich in der Lage, Eichenplanken herzustellen. Und für Eichenplanken braucht man eine Menge Eichenbretter. Deswegen habe ich jetzt schon mal ein bisschen Eichenholz gesammelt und bin damit auf dem besten Wege, Eichenbretter zu machen. Ich habe in den letzten Tagen mich in das Zwei-Sterne-Metallrohr verguckt. Ich habe ja immer sehr von diesem Ein-Sterne-Metallrohr geschwärmt. Jetzt ist es das Zwei-Sterne-Metallrohr geworden, aus dem einfachen Grund, dass ich davon was übrig hatte. Und zwar durch verschiedene, ich glaube, es war in den 100 Kisten, die ich geöffnet habe, 100 Kisten vom Schrottplatz. Das Video könnt ihr euch angucken, ist in der Playlist von meinem Days After drin. So, ich glaube, Video 35 oder 36 muss es gewesen sein, ungefähr. Und da sind ein paar von diesen zwei Stände Metallrohren mit in den Kisten gewesen. Und ich war halt am Rohstoffe farmen und hatte gerade keinen Bock mehr, eine 1-Sterne-Metallrohr zu craften. Und vor allen Dingen musste ich Platz schaffen in meinen Kisten. Ja, und dann ist es ein 2-Sterne-Metallrohr geworden. Und seitdem brauche ich die alle auf, die ich habe. Und vermute sogar fast, die danach weiterhin zu benutzen. Denn die haben einige Vorteile gegenüber den 1-Sterne-Metallrohren. Ja klar, die haben mehr Damage, das ist das eine. Und das bedeutet, dass man bei manchen Gegnern einen Schlag weniger benötigt als bei dem Ein-Sterne-Metallrohr. 3 Schaden mehr, also 20 und nicht 17, macht da schon deutlich was aus. Außerdem versuche ich mich gerade nicht zu heilen. Das kann auch schief gehen, ja. Aber jemand in den Kommentaren hat mir geschrieben, dass er dieses Teil hier hat. Die 8 Überlebensgrundlage, ja. Und zwar war er Lowlife unterwegs, oder sie, weiß ich gar nicht, er oder sie, war Lowlife in Gebieten unterwegs und dann wurde ihm angezeigt, hier, pass auf dein Leben auf, das ist die 8. Notiz. Deswegen hoffe ich jetzt, wenn ich längere Zeit mit wenig Leben, da ist es ein falscher Baum. Deswegen hoffe ich, wenn ich mit wenig Leben durch die Gegend marschiere, ach, lass mich doch in Ruhe, diesen Eintrag auch zu bekommen, diese Notiz. Du bist doch eh zu doof, um mir hinterher zu laufen. Aber ich darf natürlich nicht verhungern. Das wäre natürlich jetzt nicht Sinn der Sache. Und dass die Eisenachs kaputt geht, war absehbar. Ein anderer Tipp, den ich bekommen habe, ist es, sofort wieder auf Schleichen zu drücken, sobald ich irgendetwas abbaue. Weil man anscheinend dann im Schleichmodus bleibt. Das teste ich jetzt mal ein bisschen aus oder habe ich am Handy ein bisschen auch schon ausgetestet. Denn ich habe tatsächlich, ich war die letzten Tage nicht zu Hause und habe die Zeit genutzt, ein bisschen am Handy wieder ein bisschen hier zu zocken, Rohstoffe zu farmen vor allen Dingen. Guck mal, der hätte mich doch sicher angegriffen. Ich glaube, das funktioniert tatsächlich. Wenn ihr einen Baum fällt, drückt ihr am besten einfach nochmal auf Schleichen oder wenn ihr eine Kiste öffnet. Und solange euch die Zombies weiterhin den Rücken zudrehen, können sie auch in eurer Nähe sein und sollten euch nicht angreifen. Oh, hier ist eine Schatzkiste. Wir müssen uns erstmal hier um Bob kümmern. Der muss erstmal hier ein bisschen rumchillen. Also hier bei den Oaks mache ich auch nicht großartig was. Also ich bin hier wirklich nur fürs Holz. Und das war's. Ich hole mir hier nur die 20 Holz. Und öffne die Kisten, die interessant sind. Und dann haue ich hier wieder ab. Ja, wir müssen halt Beeren futtern, um nicht zu verhungern. Dabei heilt man sich natürlich auch. Und der Vorteil natürlich vom 2-Sterne-Rohr ist, dass man sich an Wolf nicht mehr ranschleichen müsste. Da werden wir noch ein 1-Sterne-Metallrohr dabei haben, nehmen wir natürlich das. Ja, ich weiß, du hast ordentlich Hunger, aber wir werden schon noch ein paar bisschen Leben verlieren. Denn, was ich hier diesem Video vorhabe, was ihr vielleicht dann auch schon im Videotitel gelesen habt, wenn ich es denn so benenne, ich möchte alle Holzgebiete einmal abfarmen. Komplett. Einmal alle. Also, was heißt komplett? Ich möchte in alle Holzgebiete gehen. In dem Fall hier nehmen wir nur Eichenholz mit. Und die anderen beiden Gebiete, da nehmen wir alles an Holz mit, was da ist halt.
Das ist der Plan. Wir haben unsere 20 Holz schon, aber wir haben noch zwei Kisten, die guten Loot haben können. Und deswegen gehen wir da noch hin. Deswegen schleiche ich hier so ein bisschen um die Ecke. Wir haben auch noch ein rostiges Eisen, das man hier mitnehmen kann. Ein einziges rostiges Eisen gäbe es hier noch. Schade, brauche ich nicht, aber... Gut, haben wir den mal eben erledigt, weil er uns zu nahe gekommen ist. So. Kupferschrott habe ich mittlerweile übrigens echt viel. Sehr viel. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Nee, ne? Die Beeren kann man noch mitnehmen, wenn man will. Aber anderes Zeugs brauchen wir hier nicht. Nee, dann hauen wir ab. Tschüssi. Ah, hier ist noch ein Wolf. Macht nichts, solange ich in Bewegung bleibe, kann der mir kein Damage machen. So. Okay. Wie viel Platz haben wir denn gerade im Inventar noch? Lohnt es sich, den Schlenker zu machen hierhin? Nein. Ah, lohnt sich sowieso nicht. Ich muss einmal nach Hause. Muss mich mit einer neuen Axt ausstatten. Und dann können wir einmal den Kiefernwald und den dichten Wald machen. Und dann war es das. Also genau, einmal Holz. Und danach im nächsten Video werden wir die Steingebiete alle machen. Die Mine wird ein bisschen länger dauern. Das heißt, das nächste Video wird höchstwahrscheinlich länger sein als dieses Video hier. Aber ja, weiß ich jetzt ja noch nicht. Ne? Boah, braucht das lange, bis das gecraftet ist. Naja. Ja genau, wie ihr seht, ich habe ein bisschen gesammelt, aber ich habe noch keine Bretter gecraftet daraus. Weil ich hier noch... aus diesem ganzen rohen Holz noch diese Bretter gemacht habe. Hier, diese hier. Die Kiste ist auch schon fast voll geworden dabei. Ich habe aber auch da bei der Gelegenheit beschlossen, da ich gerade so viel Holz übrig habe, in Anführungsstrichen, weil ich halt ein bisschen Holz sammeln war und heute hier auch nochmal neues Holz ranbringe, wieder Kohle herzustellen. Denn Kohle werde ich früher oder später ohnehin wieder brauchen. Und... Ja, ne? Bisschen Kohle. Denn ich mache jetzt auch wieder Wasserfilter. Ich habe mich immer davor gesträubt, Wasserfilter herzustellen, weil die so viel Kohle verbrauchen. Jetzt, wo ich mal einen kleinen Vorrat habe, werde ich mich da ein bisschen drum kümmern, dass das mehr wird. Ansonsten komme ich hier schon wieder mit dem Lagerplatz nicht mehr hinterher. Das ist verrückt teilweise, woher wie viele Sachen sich hier ansammeln. So. Na genau, wir haben so ein bisschen... Ich habe so ein bisschen angefangen, die... Ich nehme jetzt mal die Grasvorräte hier aufzubrauchen. Okay, wir müssen uns mal noch mal ganz kurz hier um die Produktion kümmern. Sorry, das habe ich vergessen, dass hier doch noch so viel zu tun ist. So. Und zwar brauchen wir, um hier alles wieder in Gang zu setzen, noch eine ganze Menge Zeugs. Das wollen wir brauchen. Okay, gut. Gut, das wird hergestellt. Hier brauchen wir dann aber die Tücher wieder neu. Also müssen wir hier mehr herstellen. Perfekt, haben wir doch schnell abgehandelt, das Ganze. Ja, und da wird jetzt Stück für Stück werden Rohstoffe leer gehen. Von dem Gras beispielsweise schwindet der Vorrat dann natürlich relativ fix. Andere Rohstoffe sammeln sich wieder an. Wo habe ich denn das Tierfett? Hier habe ich das hingelegt. Ich war auch tatsächlich in den Steingebieten. Daher kam ich auch auf die Idee, einfach mal alle Steingebiete, alle Holzgebiete zu machen. Und habe diese Kiste, sie füllt sich langsam wieder mit rostigem Eisen. Stück für Stück, langsam aber sicher, wird das wieder mehr. Das Zeug habe ich hier oben drin. Und den Wasserbehälter habe ich hier. Und in irgendeiner dieser Kisten, das kann ich mir mal nicht merken, sind die Dosen. Okay, wunderbar. So, dann bleibt diese Axt bitte hier, die brauchen wir nämlich nicht. Die brauchen wir dafür umso mehr. Den Hammer werden wir gar nicht benötigen unterwegs. Endlich geht's weiter. Ja, wir haben Beeren, falls wir Hunger kriegen. Und ansonsten kämpfen wir uns hier den Weg einfach durch. Ja, weiter geht's. Ich muss auch noch heute zur Brücke. Es war nämlich heute so, ich bin auch erst nach Hause gekommen. Und dann habe ich
auf dem Nachhauseweg fiel mir ein, ah, du hast gestern früh so ungefähr um 11 die Brücke reaktiviert, also wieder besucht, dass der Timer schon mal runterläuft. Und dann habe ich aber an dem Tag nicht gespielt. Das heißt, ich habe heute früh die Brücke gemacht, kurz bevor der Timer ausgelaufen war und muss jetzt aber nochmal wieder hin, damit es morgen nicht wieder so knapp ist. Ansonsten ist heute auch endlich mal wieder ein Hugon-Turnier. Ich weiß nicht, ob ihr diese Videos auf meinem Kanal schon gesehen habt, dass irgendjemand interessiert. Hugon ist so ein Trading Card Game, das jetzt ganz offiziell released ist. Das kann man jetzt einfach auf Steam herunterladen und installieren und spielen. Also es ist jetzt offiziell draußen. Ja, ziemlich nice. Macht mir ziemlich Spaß. Nachdem ich bei den letzten Turnieren sogar relativ erfolgreich war, das letzte Turnier gewonnen habe, werde ich das Deck allerdings wechseln. Und da bin ich natürlich dann nicht unbedingt so gut mit, weil ich die Karten nicht so gut kenne wie die des Decks, das ich sonst gespielt habe. Wird spannend. Also Trading Card Games sind so meine kleine Leidenschaft. Ich weiß nicht, ob hier jemand dabei ist, der irgendwas in die Richtung zockt. Also so, ich habe zum Beispiel Pokémon, das Trading Card Game, habe ich nie gespielt. Da habe ich mal die Karten als Kind gesammelt, weil sie toll aussahen. Aber ich habe das Spiel nicht so richtig verstanden. Ich wusste, wie es funktioniert, aber hatte damit jetzt wenig. Habe das jetzt nicht großartig gespielt. Aber was ich gespielt habe, ist Magic the Gathering. Oder was ich heute noch spiele. Und wenn jetzt gerade kein Lockdown wäre, würde ich mich auch da noch einmal die Woche mit Leuten treffen. Und wir würden das zusammen spielen. Aber ja, gerade ist ja nicht viel mit Treffen. Was echt schade ist. Ja, ich glaube echt, wenn wir hier raus sind, sind wir full life und haben keine Beeren mehr. Egal, ich halte das auf einem Minimum wie möglich, mich mit Beeren wieder voll zu futtern. Genau, also Magic the Gathering habe ich gespielt. Yu-Gi-Oh! Habe ich nicht so richtig gezockt. Da hatte ich auch nur ein Deck. Blauäugiges, weißes Drachendeck. Einfach nur, weil es ein Kumpel gezockt hat. Auch auf ein paar Turnieren hat er mal mitgespielt. So lokale, kleine Turniere. Und dann habe ich gedacht, komm, dann hole ich mir auch mal so ein Deck. Baue mir ein Deck zusammen. Ach, ich habe die Schatzkiste einfach vergessen, ne? Mist. Da muss ich vielleicht noch hin. Der Timer resettet ja erst in 4 Stunden. Naja, so bin ich also ein bisschen bei Yu-Gi-Oh! gewesen. Und Magic the Gathering war tatsächlich während des Abis, habe ich in der Oberstufe 2, 3 Leute kennengelernt. Der eine hatte schon Karten und ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf das... Ich glaube, ich habe damals nach Card Games gesucht oder so. Und dann gab es so ein Magic... Magic hat jedes Jahr auch so das für den Computer rausgebracht. Und dann habe ich das mal angespielt und dann hat mir das ganz viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mir einfach mal so blindlings online ein paar Karten bestellt. Irgend so ein Standard-Deck, was jetzt nicht stark ist oder so. Aber es war halt cool, eigene Karten zu haben. Habe das sogar ein Unboxing-Video gemacht. Aber das ist, glaube ich, meines Wissens nicht mehr online. Das habe ich von meinem Kanal irgendwann wieder runtergenommen. Und ich weiß nicht, wo ich das noch habe. Sonst würde ich euch das ja zeigen. Aber ja, da muss ich mal recherchieren. Vielleicht finde ich sowas noch. Dann verlinke ich es, aber ich glaube eher nicht. Ja. So, und dann haben davon Leute meine Oberstufe Wind bekommen, dass ich diese Karten besitze. Und meinten, ja, wir haben das auch mal gespielt. Ist noch nicht so lang, ist noch 2, 3 Jahre her. Die Karten könnte ich mal wieder mitbringen. Ja. Ich war damals komplett am Tryharden. Ich habe mir dann immer wieder neue Karten gekauft, einzelne Karten gekauft, mein Deck verbessert. Hatte aber natürlich keine Ahnung. Ja, das heißt, die haben wir in dem Local Kartenstore damals in Dortmund. Da komme ich eigentlich ursprünglich her, ja. Da haben die mir dann tolle Karten für mein Deck, aber schäbige Karten generell, also eigentlich nichts. Heute aus der Sicht von jemandem, der ein bisschen kompetitiv Ahnung hat oder hatte, ist auch schon wieder länger her, dass ich da Ahnung hatte, waren das keine guten Karten. Aber sie haben gut funktioniert und ich habe meine Freunde alle abgezogen. So. Das war mir das Wichtigste, der Beste sein, der da in der Pause, wir saßen da immer in der Mensa und haben Magic gezockt und wurden von den ganzen Unterstufen komisch angeguckt. Aber das war uns absolut egal, weil wir hatten ja den Spaß unseres Lebens. Ja, und dann habe ich irgendwann, dann war die Oberstufe vorbei und dann habe ich mit den Leuten keinen Kontakt mehr gehabt, mit denen ich damals Magic gespielt habe. Ich bin weggezogen, genau.
Und dann habe ich tatsächlich hier, wo ich jetzt wohne, irgendwann mal jemanden, ich glaube über eBay Kleinanzeigen, das ist das Kuriose, ja. Ich habe auf eBay Kleinanzeigen eine Anzeige gesehen, dass jemand in meiner City hier Magic-Spieler sucht. Bestimmtes Magic-Format. Das habe ich zwar nicht gespielt, aber mein Deck konnte man leicht auch in die, also es konnte in diesem Format mithalten. Sagen wir es so, dass das. Ich hab Elfen. Wenn jetzt einer von euch keine Ahnung hat, wie Magic the Gathering funktioniert, versucht es nicht zu verstehen, ja. Ich laber jetzt ein bisschen darüber. Oh, meine Elfen waren auch ganz gut spielbar in dem, in Legacy, in dem, in einem Turnierformat, in dem nur sehr wenig Karten verboten sind, sozusagen. Also, in dem halt dadurch sehr krasse Kombos auch möglich sind. Ja, und dann habe ich mich mit dem mal getroffen. Und er hat gesagt, ja, komm mal mittwochs hier vorbei. Wir sind da immer hier in der und der Kneipe. Und da ist eine regelmäßige Magic-Runde. Und dann hat sich schnell herausgestellt, er ist der Einzige, der Legacy spielt. Die anderen spielen alle Commander. Und Commander ist in Magic selbst nochmal ein anderes Format. Das Besondere an dem Format ist, dass man ein Deck sonst aus 60 Karten besteht in den meisten anderen Formaten. In dem Format besteht es allerdings aus 100 Karten. Und was noch interessant ist, sonst muss ein Deck aus 60 Karten bestehen und du darfst eine Karte maximal, also die eine und dieselbe Karte, maximal dreimal in dem Deck spielen. In Commander darfst du eine Karte, also die eine und dieselbe Karte ist, nur einmal drin haben, außer so Standardländer. Versucht es nicht zu verstehen, ja, ich laber. Gut. Also habe ich mir ein Commander-Deck zusammengebaut, machen wir es kurz, ein Elfen-Commander-Deck, macht sehr viel Spaß. Ich musste, man muss in Magic teilweise viel Geld reinstecken, um ein richtig starkes Deck zu haben. Im Verhältnis zu anderen starken Decks hat mein Deck ein Apfel und ein Ei gekostet. War trotzdem viel Geld, habe ich über Monate lang immer wieder Stück für Stück einzelne Karten nachgekauft, bis ich zufrieden war mit meinem Deck. Und das hält mit, die Leute haben teilweise vierstellige Summen in ihr Deck gesteckt und ich bei weitem nicht. Und mein Deck hält aber mit. Das macht echt Spaß dann. Wenn man merkt, man muss nicht rein cashen und kann trotzdem Spaß haben. So wie bei dem Game hier, ja. Lange habe ich gespielt, ohne einen einzigen Cent ausgegeben zu haben. Mittlerweile haben wir ja die 3,50 da investiert hier in Days After. Für die Piggy Bank, weil ich wissen wollte, was drin ist. Ich glaube sogar, dass das Video, was ich damals aufgenommen habe mit der Piggy Bank, ist nie online gegangen. Das ist schon ärgerlich. Das muss ich nochmal raussuchen und hochladen. Dann könnt ihr einen Überblick schaffen. Was kriegt man denn da raus? Also, lohnt sich das? Ich sag euch, nein. Kann ich euch gleich sagen. Oh, ein Welpe. Sehr schön. Lohnt sich nicht, nee. Glaube nicht, dass sich das lohnt hier. Hier sind halt alles Verbrauchsgüter, die dann irgendwie wieder weg sind. Ne? Das ist so das Doofe. Ich bin nicht so Fan davon, dass man sich hier Sachen kauft, die dann weg sind, wenn man sie aufgebraucht hat. Versteht ihr? Es kann doch nicht deren Ernst sein, die gerade von dem Game hier. Dass ich mehr Leben heile, nur durchs Fressen von Beeren. Muss ich mit bloßen Fäusten kämpfen, oder was? Ja, Trading Card Games. Hugon. Und dann bin ich hierher gezogen, habe hier jemanden kennengelernt, der ein eigenes Kartenspiel entwickelt. War Feuer und Flamme dafür, find's bis heute noch sehr nice. Leider, haben die das Spiel jetzt zwar rausgebracht, offiziell released und so, aber haben gesagt, wir stellen den Support für das Game leider ein. Wir machen mal zwischendurch noch einen Balance-Patch. Die haben auch noch für jede Karte ein Artwork geschrieben, gemalt. Aber haben gesagt, wir haben uns ein bisschen... Ja, erstes Projekt, die haben sich einfach ein bisschen verschätzt, glaube ich. Weiß gar nicht, wie sie es genau begründet haben. Aber auf jeden Fall ist das Spiel jetzt zwar released, aber nicht fertig. Ja, so. Also, nee, was heißt, es ist fertig. Man kann es ja spielen. Aber die Community ist halt leider sehr klein. Umso leichter für mich, so ein Turnier zu gewinnen, klar. Oh, jetzt kriegen wir noch mal einen auf die Mütze. Yes, hau mich. Das könnte falsch rüberkommen, ne? So, jetzt sind wir doch mal lowlife. So, das war doch das Ziel. Und die Mühen hierfür wurden auch noch belohnt, ey. In Plastik, nice. Na, heiß. Jo. Okay. Ich habe dann da doch nochmal schnell Beeren reingehauen, weil der. Ich habe vergessen, dass Tiere kritische Treffer machen können. Und der hat mir plötzlich 10 Damage gemacht und ich hatte nur noch 5 Leben. Oh, wäre das ärgerlich gewesen, da jetzt zu sterben deshalb.
hast es ja. Gut. Ach nö, nicht den Bug schon wieder. Ich habe erstaunlich viele Bugs, ne? In letzter Zeit. Hilft alles nichts. Dann seht ihr mal ganz kurz hier die Uhr. Habt ihr kurz die Oberfläche von anderen Apps, die ich zocke, gesehen? Ich weiß gar nicht, was war dabei? Among Us? Dual Heroes. Wo wir bei Kartenspielen sind, ja? Ich spiele sonst am Handy, wenn ich unterwegs bin, Dual Heroes normalerweise. Da ist, geht eine Season immer 2 Wochen lang. Und ich bin mir gerade nicht sicher. Ich versuche immer in der Top 10 zu landen am Ende der Season. Die Top 3 ist zu krass. Also da sind Leute dabei, die haben dann einfach 500 Wins innerhalb von 2 Wochen. Also oder 400 Wins ist, glaube ich, realistisch. Und ich habe so 100 Wins. Das heißt, ich spiele einfach viel weniger als die anderen und kann dementsprechend nicht so viele Punkte haben wie sie. Es ist mir einfach zu zeitintensiv, leider. Da mehr Zeit reinzustecken, sonst würde ich das vielleicht machen. Auch mal Top 3 oder so versuchen anzugreifen quasi. Und ich bin mir nicht sicher, weil jetzt heute ist der letzte Tag der Season. Und ich hoffe sehr, dass ich in den Top 10 noch bin. Ich war Platz 9 zuletzt, gestern Abend. Ich habe heute noch nicht ins Spiel geschaut. Und ich weiß, dass die Leute hinter mir knapp hinter mir sind. Ja, muss ich nochmal schauen. Ach, ich dachte, ich bin hier. Ich wusste nicht, bei welcher Zeit das weniger Energie kostet. Und ich dachte, es wäre kurz davor. Ist es aber nicht. Dann gehen wir hier nochmal kurz hin, holen uns nochmal den Schatz und hoffentlich überlebe ich es natürlich, klar. Das ist wäre cool. Aber hoffentlich kriegen wir jetzt mal diesen Notizzettel. Oh, hier muss ich ganz doll aufpassen. Hier ist nämlich ein Wolf. Und wenn der mich zuerst angreift und mich zu oft treffen kann, bin ich tot. Habt ihr gesehen? Ein Crit 11 Damage macht er mir. 11 Damage. Alter. Na, jetzt hören wir die ganze Zeit diesen Herzschlag des Charakters, ne? Ist interessant, aber kein. Guck mal. Haben wir sie sogar aufgemacht und nicht mitgenommen, was drin ist? Ist ja verrückt. Jetzt haben wir gerade eine Axt dabei, dann kann ich ja auch noch das Holz mitnehmen, was hier noch ist. Aber um hier nicht drauf zu gehen, weil das ist ja. Oh, ich. Irgendwas greift mich nämlich auch schon an. Die Musik geht schon wieder feiern hier. Ich nehme lieber das Fleisch. Das ist so Notheilung. Ich kann nicht einschätzen, wie viel Schaden mir das Vieh macht. Eine Menge Schaden auf jeden Fall. Aber wir haben es besiegt. Mann, ich will doch nur diese Notizzettel bekommen. Komm schon, Keiler, ich hau dich um. Ja, niedriger will ich jetzt auch nicht droppen, ne? Gut. Schade. Irgendwann werde ich vielleicht diesen Notizzettel bekommen. Es wäre schon ganz schön, das abzuschließen so. Gut. Das soll es dann für dieses Video aber auch gewesen sein. Also hier ist ein bisschen unsere Holzausbeute des heutigen Tages. Plus einen Shepherd Welpen. Ah, da fällt mir ein, Hunde kriegt ihr in dem dichten Wald und am Fuß der Klippen am allerehesten. Ich weiß gar nicht. Also vom Gefühl her, jedes dritte bis fünfte Mal, in dem man das Gebiet komplett farmt, läuft einem dann mal ein Hund entgegen. So vom Gefühl. Ungefähr, ja. Kommt glaube ich, ganz gut hin. Ja. Cool, danke fürs Zusehen. Zum Ende hin kommen immer die Gedanken, die ich am Anfang auch sagen könnte. Macht nichts. Ich plane ein Frage-Antwort-Video zu machen. Und zwar nicht zu meiner Person, das ist, glaube ich, nicht so interessant. Wenn ich was zu erzählen habe, erzähle ich es euch, sondern zum Spiel. Ich habe festgestellt, vor allem in letzter Zeit, das hat mich unglaublich gefreut, habe ich einige sehr nette Menschen, die meine Kommentare fluten. Freut mich sehr. Ich lese jeden Kommentar, weil es sind jetzt auch nicht so viele. Ich antworte auch so gut ich kann. Und da waren viele Fragen zum Game einfach dabei. Und ich habe mir gedacht, ich möchte diese ganzen häufig gestellten Fragen aufgreifen und möchte ein Video dazu machen, in dem ich all die Fragen beantworte. Ich werde trotzdem weiter in den Kommentaren die Fragen beantworten, aber kann dann auch teilweise auf mein Video dann verweisen. Wenn ihr also noch Fragen habt,
die das Spiel betreffen. Und wenn ich die Fragen, teilweise habe ich sie schon, mir schon überlegt, welche ich beantworten will, ist völlig egal. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie runterschreiben, dann schreibt aber dazu Fragen für das Video. Also, dass ich weiß, okay, ich muss euch jetzt nicht direkt darauf antworten, sondern ich kann sie in das Video mit aufnehmen, ja? So Fragen, die das Spiel betreffen halt. Keine Ahnung, was euch so einfällt. Was ihr mal immer wissen wolltet, was ihr vielleicht schon wisst, was ihr aber denkt, es ist wichtig, dass es andere Spieler auch erfahren, die neu sind, die dann vielleicht so ein Video von mir zum Einstieg schauen. Euer Wissen, ab in die Kommentare, dann packe ich es auf jeden Fall ins Video. Nenne gerne euren Namen, wenn ihr das möchtet. Einfach als Dankeschön, dass ihr mir da dann auch mithelft. Oh ja, jetzt schlag doch nicht so doll mit deinem Herzen hier, ist ja unglaublich. Genau, aber ansonsten war es das für heute. Ich glaube, hier kann ich gleich nochmal Holz nachlegen. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie regelmäßig ich gerade Videos mache, ich schätze 2 bis 4 Mal pro Woche. Und dann, ja, sehen wir uns aber beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Haut rein. Danke fürs Zusehen. Bleibt gesund vor allen Dingen. Ganz wichtig.